und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Secret Files Tunguska. So, ja, ich habe ja gesagt, dass ich draußen mal gucken werde, ob ich mit denen spreche. Ich habe aber eben überlegt, bevor ich jetzt hier hin und her laufe und das dann doch alles nicht funktioniert, werde ich mal wirklich systematisch alles, was ich benutzen kann. Ich könnte mich da vorstellen und meine nassen Sachen trocknen. Nein, ich hatte den eigentlich gerade dahin gehalten. Ich wollte gerade sagen, das kann doch jetzt nicht das Rätsel der Lösung sein. Werde ich nochmal alles systematisch ausprobieren. Das habe ich zwar in der letzten Folge, meine ich, eigentlich schon mal gemacht. Aber ja, den Schlüssel gucken wir uns nochmal an. Ein Schlüssel. Er wird mir zwar angezeigt, aber ihn kann ich nicht mehr benutzen. Ihm können wir vielleicht... Hallo, wieso macht er das Hallo. Nicht? Hallo. Ja, das weiß ich alles. Deswegen habe ich ihn ja auch nicht angeklickt. Das können wir auch alles nicht verwenden. Was können wir denn noch hier machen? Ja, den Becher. Ja, das haben wir ja schon mal ausprobiert. Austauschen Wenn will er ich die das Becher nicht. Vertausche, wird er seinen Whisky ver... Genau, dann... Oh, Moment. Ach, das haben wir ja schon mal gesehen, dass man das da reinmachen kann, aber da stand Wenn ich ja es noch schnell viel. Und unauffällig mache, sieht der Barkeeper es hoffentlich nicht. Mal sehen, ob er den Unterschied schmeckt. Oh, Mensch, nee, ne? Klaus! Wenn ich dir die ganze Zeit beim Essen zusehen muss, kriege ich aber auch allmählich Hunger. Ach, ich werde mal meinen Whisky holen. Nee, oder? Sieht so aus, als hätte er den Unterschied tatsächlich bemerkt. Schnell den Schlüssel stibitzen hier. Ich bin mir sicher, in diesem Abenteuer ist diese Aktion eine absolute Schlüsselszene. Ja. Okay, wir haben, was wir wollen. Also schnell raus, nicht, dass wir noch irgendwas hier, dass es auf Zeit ist oder sonst was. Oh Gott, wenn ich diese Kurzgeräusche schon höre. Ne? Das ist nicht gerade meins. Mal schauen. Wir kommen ja jetzt da rein. Jetzt wird es wahrscheinlich total kompliziert, wenn überhaupt den Whisky zu finden, nehme ich mal an. Oh. Einige volle und ein paar leere Flaschen. Werden wohl zum Abfüllen aus den Whiskyfässern benutzt. Sind das die vollen? Ah, zumindest eine volle Flasche hat er gefunden. Ja, ich hätte jetzt gedacht, das ist viel schwieriger, dass wir jetzt hier auch noch irgendein Rätsel lösen müssen, um überhaupt an den Whisky zu kommen. In aber so einem okay. Ding habe ich mir früher mal die Finger eingeklemmt. Dann solltest du heute vielleicht nicht mehr daran gehen. Weil was man damals schon... Okay, hier kann man nichts mehr machen. Da wollte ich noch hingehen. Bleibst du mal... Hallo? Eine Fackel. Das ist schön, dass du das sehen kannst, von der anderen Seite des Gemäuers aus. Kannst du die mitnehmen? Du kannst sie mitnehmen, sehr schön. Geht's hier hinten noch weiter? Geht da so zielstrebig? Nö, aber macht nichts. Entweder das hier ist eine Schnapsbrennerei oder die Gäste sind sehr, sehr durstig. Ja. Vielleicht auch beides, man weiß es nicht. Moment, da ist was Kleines, ein Brett. Ein langes, angenageltes Holzbrett. Kann man das mitnehmen? Brett ist festgenagelt. Okay. Kann man jetzt, ja gut, den Whisky würde ich jetzt nicht unbedingt dafür nutzen. Kann man das abschlagen vielleicht? Auch nicht. Vielleicht müssen wir später noch was damit machen. Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt hier auch nichts gehabt zum Weitergehen, ne? Dann würde ich sagen, dass wir uns mal relativ schnell Richtung Fischer aufmachen, in der Hoffnung, dass wir jetzt wirklich rüberkommen und nicht das Brett brauchen. Das Angebot mit dem Boot und dem Whisky gilt doch noch, oder? Klar. Dann habe ich hier was für Sie. Danke. Lang wird das zwar nicht mehr reichen, aber ich wollte sowieso bald los. Ich werde mich dann auf die Socken machen, sobald die Flasche leer ist. Machen Sie das Boot bitte wieder richtig fest, wenn Sie es nicht mehr brauchen. Klar, kein Problem und vielen Dank. Sie haben mir mehr geholfen, als Sie sich vorstellen können. Sie auch? Ja, das bezweifle ich. Aber gut, wir nehmen das Boot.
Aber wie die Paddel befestigt sind, ist echt cool. Ich kenne das nämlich nur vom Schlauchboot von früher, dass man so lose Paddel hat. Und da ist uns damals auch mal eins flöten gegangen. Mein Gott, das ist ja alles völlig verwildert und halb verfallen. Ob dieser Morangi hier wirklich noch wohnt? Hilfe! Du? Hallo! Ist da jemand? Nein. Helfen Sie mir! Aber die Stimme kenne ich auch. Was machen Sie denn da unten? Man hat mich hier eingesperrt. Bitte helfen Sie mir und holen Sie mich hier raus. Aber wie? Keine Ahnung. Lassen Sie sich was einfallen. Aber ich habe mir den Knöchel verstaucht und ich bin keine 30 mehr. Also werfen Sie mir nicht einfach ein Seil runter. Das habe ich schon während meiner Schulzeit nie geschafft. Gibt es hier irgendwo eine Leiter? Ich befürchte nein. Hier unten ist aber eine Tür, die ich nicht aufkriege. Vielleicht finden Sie ja eine Möglichkeit, sie von außen zu öffnen. Klar, kein Problem. Wie komme ich denn zu der Tür? Sie werden lachen, aber ich habe keine Ahnung. Ich war noch nie hier unten und weiß nicht, wie man von der Bucht aus zum Brunnen kommt. Es muss irgendwo einen Geheimgang oder sowas in der Art geben. Sie sind doch Ken Morangi, oder? Ja, ich bin Lord Morangi. Wieso? Wenn Sie hier wohnen, müssten Sie sich doch eigentlich auskennen. Tja, das habe ich auch immer geglaubt. Okay, ich werde mich mal umschauen. Vielen Dank. Ja, warum auch nicht, ne? Da unten hockt der verletzte Morangi und wartet darauf, dass ich ihn endlich aus seinem Gefängnis befreie. Lord Morangi? Ja? Kann ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Sobald Sie mich hier rausgeholt haben. Ich werde sehen, was ich tun kann. Okay. Kann man das... Boah, das ist aber schwer. Wahrscheinlich muss ich ein Ritter der Tafelrunde sein, um das Schwert aus dem Stein zu ziehen. Oh, probier trotzdem mal. Ich versuch's mal. Vielleicht war ich in einem früheren Leben ja König Artus. Oh. Oh, das überrascht mich jetzt doch ein bisschen. Das ging jetzt doch ziemlich schnell, muss ich sagen. Gibt's hier denn sonst noch irgendein Fensterladen? Ein alter und bereits leicht angefaulter Fensterladen. Kann man damit was machen? Huch, ich wollte den Laden einfach nur zumachen und schon habe ich das ganze Ding in der Hand. Stark renovierungsbedürftig. Okay, mit der anderen Seite geht's nicht. Da können wir durchgehen. Da ist noch eine Tür. Ui, okay. Und da ist auch nochmal ein Durchgang. Also ich würde sagen, gehen wir erstmal da. Oh, das ist doch im Haus. Oh Gott. Was ist denn, wenn wir da hingehen? Ist das da eine Scheune? Nee, das ist auch ein Haus. Oh. Das ist so groß hier. Okay, das ist eine Sackgasse. Sehr schön. Dann schauen wir uns erstmal hier um. Hier ruht wohl ein Urahn von Lord Morangi. Kann man das kreuzen? Der Sarg ist aus massivem Stein. Keine Chance. Sicher? Steht doch, dass man das nehmen kann. Hier ruht wohl ein Urahn. Hm. Die Fackel ist an der Wand befestigt. Die werde ich da nicht so einfach rauskriegen. Ich nehme mal an, dass hier immer eine Fackel zu Ehren des Toten brennt. Hm. Der Sarg ist aus massivem Stein. Okay. Keine Sch- Ja, dann gehen wir erstmal hier raus. Ich habe es eigentlich gedacht. Aber wenn ich denke, das ist nicht immer gut. So, was haben wir hier? Ein Kamin? In diesem Kamin hat anscheinend schon seit sehr langer Zeit kein Feuer mehr gebrannt. Okay. Ein wirklich schöner Kronleuchter. Ich frage mich, warum der Sessel mitten im Raum steht. Damit der nicht angezündet wird wahrscheinlich. Nee, keine Ahnung. Woher soll ich wissen, warum der mitten im Raum steht? Das Gemälde zeigt Lord William Morangi, der hier von 1270 bis 1305 lebte. Eine beeindruckende Gestalt. Okay, ein Typ mit Schild und Schwert. Ein Paladin. Auf der Uhr ist es 7:15. Anscheinend ist sie stehen geblieben. Komisch, das Pendel bewegt sich noch. Okay. Das Gemälde zeigt Lord William Morangi, der hier von 1270 bis 1305 lebte. Eine beeindruckende Gestalt. Okay.
Okay, 1270 bis 1305. Das könnte natürlich eine Uhrzeit sein. Man weiß es nicht. Ich schreibe es mir lieber mal auf, weil wo nämlich direkt die Uhr daneben war. Auf So der Uhr ist Viertel es vor Viertel vor sieben, ne? sieben. Anscheinend ist sie stehen geblieben. Komisch, das Pendel bewegt sich noch. Okay. Wer weiß, wofür wir das eventuell noch brauchen? Ich habe absolut keine Ahnung. Wir können jetzt nur die Stufen hier entlang gehen. Mit denen haben wir uns noch nicht Ein angeguckt. kleiner Hocker. Ja. Schön. Okay. Also, was haben wir hier oben? Eine Öllampe? Eine alte Öllampe. Scheint noch ausreichend Öl drin zu sein. Das ist super. Können wir die auch mitnehmen? Perfekt. Okay, dann haben wir zumindest schon mal was für dunkle Orte. Ach so, das ist die Treppe. Okay. Die meisten Bücher interessieren mich nicht besonders, aber hier ist auch ein Buch über Schlösser und Burgen, in denen es spukt. Da wird auch die Burg von Morangi erwähnt. Es geht das Gerücht um, dass der von 1270 bis 1305 lebende William Morangi ohne die üblichen Beigaben bestattet wurde und sie ihm sogar die ehrenvolle Feuerbestattung verwehrt haben. So wurde er, einzig mit einem schlichten Gewand und seinem Familienamulett ausgestattet, in einem Steinsarg eingeschlossen. Seitdem erzählt man sich, dass er zur Geisterstunde durch das Gemäuer zieht und jedem Eindringling nach dem Leben trachtet. Auch wenn ich nicht an solche Geschichten glaube, die Rettung von Morangi aus dem Brunnen sollte ich besser vor Mitternacht abgeschlossen haben. Okay, er wurde mit einem Amulett eingeschlossen. Das ist natürlich schon mal ein guter Hinweis. Vielleicht müssen wir das holen. Ups, was haben wir denn da geholt? Die Speerspitzen. Speerspitzen sind zwar sehr alt und waren auch schon im Einsatz, aber sie sind immer noch ziemlich scharf. Okay. Kann ich die mit der Fackel kombinieren oder so? Nee, ne? Okay, lassen wir also erstmal. Hier habe ich, glaube ich, ein Hebel gesehen, meine ich doch, aber er steht jetzt so blöd davor. Die Kette hat sich ein Stück bewegt. Ich lasse den Hebel mal lieber wieder los, sonst kracht mir gleich der Kronleuchter runter, der an der Kette hängt. Kronleuchter hängt an der Kette. Kann man hier noch irgendwo hin? Nee, ne? Lass uns mal unten gucken, ob beim Kronleuchter irgendwas jetzt passiert ist. Vermutlich Ein nicht. wirklich schöner Kronleuchter. Aber vielleicht wäre es ganz gut, wenn der Kronleuchter runterkracht. Ich weiß es nicht. Wir schauen mal hier hinten erstmal nach. Tür, Durchgang. Wir gehen mal zur Tür. Oh, ein Schlafzimmer. Der Typ sieht doch aus Eine wie die Statue, Statue. wahrscheinlich von einem der Morangis. Ja, meine ich doch. Was hat der mir jetzt ins Buch geschrieben? Das müsste ja eigentlich. Oh, das ist so grell. Das müsste ja eigentlich der. Nee, ich will nicht die Rätsel. Ups. Ah. Nee, da ist nur das Symbol drin. Okay. Was hat er jetzt von der Statue da reingemacht? Das weiß auch keiner, ne? Okay. Die Statue ist massiv, die lässt sich nicht bewegen. Kann man der denn vielleicht Schild und Schwert basteln? Also wir haben hier einen Fensterladen. Vielleicht das. Was war das für ein Geräusch? Hört sich an, als ob ich mit meiner Aktion irgendeinen Mechanismus ausgelöst hätte. Hilfe! Ich wollte aber Schild und Schwert machen eigentlich. Hört sich an, als ob ich wieder Perfekt. einen Mechanismus ausgelöst hätte. Jetzt weiß ich aber nicht, was ich ausgelöst habe. Hilfe! Typisch irisches Wetter. Eigentlich sollte man an solchen Tagen einfach im Bett bleiben. Trotzdem, ich wäre so gerne. Ich würde für mein Leben gerne mal nach Irland fliegen. Ich weiß, das Essen soll total fettig sein und alles, aber die Landschaft ist bestimmt geil. So, was haben wir denn hier? Kniestrümpfe, lange Unterhosen. Nichts, um was ich den Eigentümer unbedingt beneiden würde. Hoppla, was ist das denn? Vibrator? Oh ne, eine Die Goldmünze. Münze ist bestimmt ein Vermögen wert. Genau, dann klauen wir uns die einfach mal, weil dann können wir die ja auch verscherbeln. Haben wir wenigstens was von diesen Abenteuern, ne? Ein absoluter Traum. Mit sowas kriegt man jede Frau rum. Wenn Nina doch nur hier wäre.
Ich weiß nicht, ob sie sich auf so ein schäbigen Bett rumkriegen lassen würde. Vielleicht ist sie ja auch ein bisschen hipper, als er denkt. Vielleicht, weiß ich nicht, macht sie es auch auf dem Küchentisch, keine Ahnung. Die Gemälde scheinen sehr alt zu sein. Schon möglich, dass es hier vor ein paar Jahrhunderten so aussah. Okay. Ein Vorhänge? schwerer Vorhang könnte aus Brokat sein. Ach, warum habe ich gerade Brokkoli gelesen? Ein Durchgang. Es Ah. geht einige Stufen runter in einen dunklen Gang. Riecht ziemlich modrig. Was mich da unten wohl erwartet? Auch bestimmt nichts Schlimmes. Aber wir gucken ja trotzdem noch mal eben, das haben wir alles angeguckt. Ja, die Bilder da oben, hoffe ich mal, müssen wir uns jetzt nicht angucken. Ja, das sieht doch sehr einladend aus hier. Da ist eine Brücke oder sowas. Der Abstand zur anderen Seite ist nicht sonderlich groß, aber über die hochgeklappte Brücke zu springen, hat offenbar schon einer vor mir versucht. Ja, das glaube ich ist nicht so günstig Da ist eine gewesen. Nische im Fels, aber ich kann von hier aus nicht sehen, ob da was drin ist. Okay. Ich nehme mal nicht an, dass man jetzt hier irgendwas mit den Sachen machen kann. Aber versuchen können wir es ja trotzdem mal eben. Ich meine, ne? Ist ja ein Point-and-Click-Adventure. Da hat alles irgendwo irgendwie mal tieferen Sinn. Ich glaube, der Stein hat gar keinen tieferen Sinn, davon mal abgesehen. Da ist ein Leiter, sehe ich gerade auf der anderen Seite. Kann man hier hinten noch weiter? Auch nicht, ne? Ich habe zwei Mechaniken oben in Gang gesetzt. Wenn ich das jetzt gar nicht da hätte drauf tun dürfen, kann man das wieder abnehmen? Das Schwert wieder runternehmen? Die Statue ist massiv, die lässt sich nicht bewegen. Du sollst doch nicht die Statue nehmen. Ach so, ich kann das Schwert selber gar nicht mehr nehmen. Das ist doch scheiße. Da haben wir jetzt auch nichts, was uns jetzt weiterhelfen könnte. Ne? Hier vorne waren wir, glaube ich, noch Eine nicht. echte Folterkammer. Oha. In einem Museum finde ich sowas ja immer ganz amüsant. Aber wenn ich mich hier so umsehe und mir vorstelle, dass hier wirklich Menschen zu Tode gefoltert wurden, da hört der Spaß auf. Ich war ja damals mal in einem alten belgischen Schloss. Da habe ich auch diese ganzen Folterinstrumente gesehen. Also so eine Langstreckbank. Das dürfte ja auch sowas in der Art sein. Na gut, eine eiserne, ach so steht's, ja, da steht's ja auch, Streckbank. Eine eiserne Jungfrau habe ich, meine ich, auch da gesehen. So ein Kreuz, was aber, glaube ich, stand, so in der Art, irgendwie habe ich was gesehen. Was das jetzt sein soll mit der Feuerstelle? Das ist wahrscheinlich, ach so, für heiße Die Kohlen Kohlen sind wahrscheinlich. kalt. Ja, es kommt wahrscheinlich auf die Kuh, was ist das denn? Können wir uns die Stibitzen? Sehr schön. Ich habe zwar keine Ahnung, warum oder wofür wir die brauchen. Mal, die Fackel ist aus. Wir haben keine Feuerzeug. Können wir nicht irgendwie einen Stein mit der Fackel oder so? So feuersteinmäßig irgendwie anzünden? Anscheinend nicht. Vielleicht brauchen wir es noch für was anderes später. Ideal für Menschen, bei denen das Verhältnis von Körpergröße und Gewicht nicht dem heutigen Schönheitsideal entspricht. Ich bin mit meiner Figur, so wie sie derzeit ist, eigentlich ganz zufrieden. Klar, warum das Ding Eiserne Jungfrau heißt. Die Dornen sind so spitz, freiwillig würde ich die auch nicht anfassen. Oh, können wir die Eisenkette mitnehmen? Vielleicht können wir die ja da dran werfen, dass wir das Ganze runterziehen können oder so. Ah, das wäre genial. Stimmungsvolle Dekoration. Ich hoffe wirklich, dass es nur Dekoration ist. Okay, hier dürften wir jetzt eigentlich alles angeklickt haben. Ne? Das ist der Ausgang. Da habe ich überall, okay. Kerzenhalter? Oh. Wo geht der jetzt hin? Hallo? Die Kerze ist fast komplett runtergebrannt. Was ist denn das hier? Draht. Können wir den mitnehmen? Der kleine Draht hängt traurig am Kerzenhalter. Oh, mach mir ein fröhlich. Nehmen wir mit. So, jetzt ist nur die große Frage. Ich hätte jetzt irgendwie was zusammengebastelt mit dem Ding und den Speerscherben oder so, aber
Das scheint irgendwie nicht des Rätsels. Zange mit Goldmünze. Toll, was bringt mir das? Da ist nur noch das Handy. Bringt mir das jetzt irgendetwas? Ich meine, gut, ich habe einen Kamin, aber pff, kann ich doch eigentlich nichts mehr machen, oder? Ich habe das jetzt eigentlich nur so standardmäßig überall mal drüber gehalten. Auch wenn ich jetzt zugeben muss, dass ich jetzt nicht gedacht habe, dass sich da irgendwie was miteinander verbinden lässt. Ich habe die Münze vorsichtig in die Zange geklemmt. Hoffentlich wird sie nicht beschädigt. Ja, aber die Frage ist, bringt mir das irgendwas? Wir gehen jetzt nochmal runter. Jetzt ist es nur noch eine Eisenkette. Jetzt können wir das ja auch nicht mehr benutzen. Den Draht kann man wirklich für nichts benutzen, ne? Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt nochmal zum Brunnen zurück. Da werde ich dann mal einen kleinen Cut machen und ich würde mal schauen, ob wir in der nächsten Folge, ach, da sind wir schon, ob wir dann in der nächsten Folge vielleicht mit dem Typen aus dem Brunnen nochmal sprechen können. Das wäre vielleicht nochmal was. Eventuell könnte man noch irgendwas versuchen. Keine Ahnung, die Kette am Kronleuchter benutzen oder vielleicht hat es irgendwas mit dem Grab zu tun oder irgendwas in der Richtung. Ich habe wirklich keine Ahnung. Würde mich aber echt mal interessieren, was da jetzt des Rätsels Lösung ist. Also ich habe so ein bisschen die Vermutung, dass es mit dem Kronleuchter zu tun hat, weil wir noch diesen Hebel haben, der ja scheinbar mit dem Kronleuchter verbunden ist. Und ich denke, wir müssen irgendwie auch das Grab aufbekommen, um diese Halskette, glaube ich, wurde von gesprochen, um die da, also so ein Amulett, meine ich, stand da drin, um das da rauszubekommen, weil wir das wahrscheinlich noch irgendwo anders nutzen müssen. Keine Ahnung, vielleicht um eine Tür aufzukriegen und den Typen zu befreien oder so. Ich weiß es leider nicht. Ich bin echt mal gespannt, auch wenn ich gerade innerlich schon so ein bisschen verzweifelt bin vor der letzten Folge, weil ich habe absolut keine Ahnung, wie uns das jetzt hier so weiterhelfen kann. Ich meine, wie helfen uns eine Zange mit einer Goldmünze, ein bisschen Draht, eine Eisenkette und Speerspitzen bzw. auch eine Öllampe und eine Fackel weiter? Ich weiß es nicht. Wir werden es hoffentlich in der nächsten Folge sehen. Bis dann. Ciao.